waren noch ziemlich euphorisiert. Gerade eben wurde Jesus beim Einzug in Jerusalem als der Messias, der neue König, gefeiert. Mit Palmzweigen haben sie ihn empfangen. Ihre Welt war mehr als in Ordnung. Und die Jünger waren sich sicher, Jesus würde jetzt in Jerusalem Großartiges tun. Manche haben gehofft, dass Jesus jetzt auch anfangen würde, die Römer aus dem Land zu schmeißen. Und plötzlich ist nichts mehr so, wie es war. Die Stimmung ist gekippt, das krasse Gegenteil ist eingetreten. Gerade eben wurde Jesus noch gefeiert und jetzt wird er gefangen genommen. Den Jüngern wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Ein Schlag in die Magengrube. Sie waren geschockt und ratlos. Ihre Welt hatte sich innerhalb kürzester Zeit verändert. Sollte es so enden? Jesus hat immer wieder davon gesprochen, was seine Bestimmung ist, was auf ihn zukommen wird. Auch nach dem Einzug in Jerusalem hat er in den sogenannten Abschiedsreden versucht, seine Jünger vorzubereiten und schon im Vorhinein in gewisser Weise Trost zu spenden für die schwere Zeit, die vor ihnen liegt. In den Abschiedsreden im Johannesevangelium heißt es unter anderem: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Als Christ und als Mensch weiß ich, dass das Leben nicht immer so verläuft, wie ich es gerne hätte. Ängste, Sorgen und Krisen sind ein Teil unseres Lebens. Und es gibt Dinge, über die wir keine Kontrolle haben. Und das müssen wir zurzeit auch leidvoll erfahren. Jesus ist an der Stelle schonungslos ehrlich. In der Welt habt ihr Angst. Und in der Tat, die Welt scheint ein Stück weit aus ihren Angeln gehoben zu sein. Es scheint alles so seltsam und unwirklich. Und ich bin sicher, nach dieser Krise wird die Welt eine andere sein. Hoffentlich eine bessere. Die Zusage von Jesus gilt nicht nur den Jüngern, sondern auch uns. Ich darf darauf vertrauen und mich getragen fühlen, mich getröstet fühlen. Diese Zusage tut mir gut. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Im Ganzen lautet der Vers: Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Diesen Frieden wünsche ich uns für diese Karwoche und dieses durchaus besondere Osterfest, was vor uns liegt und darüber hinaus. Seien Sie behütet. Bis bald.